All right. I need to get Barnaby's research back from Obscurus. Willkommen zurück. The Dead Rising 4. Ammon, it's Frank West. Yeah, look, I need your help breaking into the Obscurus base. A little busy right now, Frank. Oh, come on, it'll take, what, an hour, tops? Why are you whispering? You want to talk? Come find me in West Ridge, in the big houses. I'm off the radar. Talk later. Wait, which house? Ammon! Oh, great. Looks like I'll be knocking on some doors. Okay. So, beim letzten Mal haben wir uns hier einfach reingeschlichen. Ich mich frage, sind die jetzt nach dem Story-Event immer noch hier? Wie sieht's denn hier aus? Oh! Warum auch immer ihr auf einmal hier seid. Ich höre schon wieder Zombies. Wo kommt ihr denn jetzt schon wieder her? Ah, das Ding muss, denke ich, endlich mal aufgegeben werden. Das führt nur zu mehr Problemen. Gut, wo sagt denn das Spiel, dass wir jetzt hingehen sollen? Erstmal gucken wir einmal ganz kurz. Ich wollte nämlich eine spezielle Sache hier einsammeln. Hier. Spiel. Das war hier das, oder? Reduce the cost of all items at scrap vendors. Genau, wenn ich mich in der Zukunft weitere Location Maps da kaufen möchte, kann ich mir natürlich damit einiges an Geld sparen. So, ich will einmal nochmal gucken. Okay, wir sollen einfach nur nach West... oder da nach West Ridge. Working with Hammond. Frank wants to find Barnaby's missing research. He's going to have to call in a favor. Okay, also im Endeffekt, es geht wieder zurück. Das ist hier... das ist eine Notfallsache, nicht wahr? Genau, das war eine dieser Nebenquests. Hier haben wir noch eine Sache, die man schon öffnen könnte. Okay, also ich würde sagen, ich nutze mal ganz kurz so ein bisschen die Zeit. Werde hier nochmal nebenbei ein paar Sachen einsammeln. Das heißt, ich darf nicht da unten hin. Hier von aus in der Sekunde, in der ich dem zu nahe komme, geht es da schon weiter. Aber ich werde einfach mal so ein paar Sachen hier nebenbei noch einsammeln. Hier ist angeblich nochmal was. Ich davon ausgehe, das ist dann erst mit einem Suit wieder nur zum Ausbuddeln gedacht. Aber einfach um hier gerade die ganzen Shadows vielleicht nochmal zu leveln. Etc. Wie einfach ein bisschen Zeit mir nehmen. What the hell is this? Ach, das ist der Untergrund. Okay, da ist also so ein Upload-Ding von Vic versteckt. Haben wir nicht gefunden oder konnten da noch nicht hin? Who knows? Yo, Frank, just heard some more rumors about weird shit going on in your area. Perfect for the undead gospel. Get a look if you can. Okay, eine kleine Planänderung. Ich habe es jetzt zweimal versucht und durfte zweimal jetzt schon meinen Save neu laden. Das bedeutet, wir machen das ganz kurz hier mal gemeinsam. Und zwar, ihr habt ja gesehen gehabt, es sind jetzt einmal hier unten und da oben nochmal Nebenaufgaben aufgeploppt. Und ich habe wirklich versucht, dem so gut es geht auszuweichen. Jedoch ab einem gewissen Punkt, man sieht ja eigentlich hier ist der Shelter, ist ein bisschen Platz. Aber ich habe zum Beispiel versucht, hier außen entlang zu gehen. Ganz bewusst nur, um dahin zu gehen. Gar nicht zu nah dahin. Aber das hat schon gereicht, dass das getriggert wird. Und wenn man danach meint, nachdem der Text von Paula, glaube ich, kommt, nur ein bisschen weiter zu laufen. Wie gesagt, ich war ungefähr hier und wollte dann hier lang weitergehen. Es hat schon gereicht, dass ich damit angeblich das Gebiet verlassen habe. Was dazu führt, dass die Mission fehlschlägt. Und ich weiß nicht, ob das Zeug dann nochmal neu getriggert werden kann oder ähnliches. Das heißt also, wir setzen uns jetzt hier einfach mal kurz gemeinsam hin, machen die beiden Sachen, damit ich danach... haben wir das Ding schon kaputt gemacht? Dass wir dann danach in aller Ruhe die anderen Sachen nebenbei einsammeln können. Hey Frank, I've heard rumors of survivors at the local school banding together into some kind of secret society. I'm with you. You gonna take that, you sissies? What the shit? Okay, gucken wir mal, wie stark, wie gefährlich die Tat sich sein können. Okay, der hat sich relativ leicht gestunloggen lassen. Ihr könnt mich mal komplett in Ruhe lassen. Oh, Football Bomb. Okay, dann... Moment, du hast das komplett falsche Ding genommen. Du willst die Football Bomb nehmen. Thank you.
Aha. Nice. Ich meine, das Ding macht immerhin ein bisschen Schaden und explodiert mit Impact. Verkehrt ist es nicht. So, meine Electric Axe, so wurde vorher das eingesetzt oder eingetauscht. Hätte ich nicht eigentlich was anderes oder habe ich damit einfach nur was aufgefüllt? Ich glaube, ich habe damit was nur aufgefüllt. So, wo ist die Dumpfbacke hin? Zum Glück stellen die sich nicht allzu heller an. Auch wenn es schon eine Verschwendung ist, hier die Waffen so zu nutzen. Ja, of course. Er hat ihn regelrecht aufgelöst. Oh, das hat den gesniped. Gut. Okay, also die haben definitiv eine Phase, wo sie unverwundbar sind. Aber nicht lang genug. Gott, ist das eine Enttäuschung. This is why I hate organized sports. Did you take care of it? Good. You see, the Illuminati are totally in bed with corporate sporting, which thrives off the... Ow! Damn it! Got a paper cut from my flowchart. Dann können wir mal ganz kurz auch diesen Abschnitt hier gemeinsam machen. Das ist nämlich der andere Weg, um zu dem neuen Bereich, wie auch immer die Stadt hieß, der Abschnitt zu kommen. Hier sind gelegentlich ein paar Leute. Muss also schon aufpassen, gerade wenn man hier nur noch 20% für sein Fahrzeug hat, dass man dann vielleicht nicht zu sehr getroffen wird oder sich zu sehr auf die einlässt. Aber im Endeffekt, wie man, denke ich, gut sehen kann, hier kommt man relativ gut durch. Ja, hier sind immer wieder so ein paar Encounter. Ich nehme es auch mal ganz kurz mit. Problem ist nur, dass das euch nicht allzu viel Schaden macht. Was schön ist, wollen wir mal das hier kurz gemeinsam noch abschließen. Mhm. Es gibt auf dem Weg hierhin, sagen wir mal hier, das sind so Eisenbahnstrecken. Hier ist gelegentlich mal einer dieser Kisten, die gespawnt werden können. Ich habe jetzt aber schon miterleben dürfen, dass zum Beispiel die Tür, die wir gerade geöffnet haben, bei dem sich doppelt öffnen kann. Sowie aber auch, dass da Survivor drin sind, die unendlich lange um Hilfe schreien. Die gehen da nicht raus, egal was passiert. Oh, hier haben wir mal wieder eine schöne Combo, die wir machen können. Ganz kurz erstmal den entfernen. Dann können wir nämlich vielleicht da hinfahren. Mit hier dem Sling Rod. Der ist schon leicht freaky, gerade mit den Zombies, die da links und rechts rüberhängen. Fragt mich nicht, wie das Ding genau funktioniert. Ah, okay, ist ein Schießding. Oh, die Kollegen. Ey, ihr seid mal wieder hier. Whoop. Ja, wie immer, die sind relativ tanky. Oh, hi. Okay, der Kollege ist zu mir gekommen. Ja, wie immer. Die meisten von denen, mal gesehen, dass sie angreifen können, sind weiterhin nicht wirklich stark. Bye-bye. Sehr arschlos. Ja, und das sind dann im Endeffekt die beiden. Hey, können wir mal ganz kurz so ein bisschen unsere Waffen testen. Es wäre schön, hier auf die Schrägen zu gehen, ist immer eine Herausforderung. Oh, da hinten, da chillt einfach einer. Okay, also hier sind einfach immer noch mal so ein paar von denen. Solange das Event scheinbar noch so ein bisschen an ist, kann ich die immerhin noch ausschalten. Da. Netter Versuch. Gut, das waren die beiden Events. Der eine war immerhin jetzt hier interessant, weil man die aus dem ersten Teil kennenlernen durfte. Ob die aber genau die gleichen sein sollen. Dafür gibt es halt zu wenig Intros. Die kriegen alle keine eigenen Cutscenes.
Die sind einfach nur durchgeknallte Leute, die man besiegen muss. Mehr leider auch nicht. Okay, ich melde mich zurück. Oh, hier ist aber einiges los. Die Kollegen alle mit dem guten Zeug ausgestattet, aber ich bin mal so frei. Und ignoriere die einfach mal. Okay, also ich habe... Hi. Ich habe mich kurzzeitig tatsächlich sogar an dem... Oh, da kommen immer mehr. An dem Hubschrauber verfressen. Okay, die kommen definitiv alle zu mir. Ach so, du... Okay. Man kann den Kollegen definitiv herausfordern, wie es eigentlich gedacht ist. Und zwar mit der Idee, dass man hinten auf seinen... auf das Ding schießen soll. Und wie man sieht, die sind eh schon nicht die stärksten. Aber man kann sie auch trotzdem relativ schnell loswerden. Hi! Ich habe auf jeden Fall gut Collectibles eingesammelt, mit Ausnahme logischerweise von denen, wo jetzt hier die Story auf uns wartet, wo auch immer es genau sein möge. Aber selbst hier werden ja schon wieder, genau hier ein Blueprint, die Ice Chain Gun, the Snow Cone Maker, alright. Ich bin mal so frei und werde jetzt nicht danach schreien, außer hier ist gleich einer, okay. Ich meine, das und das, da müsste funktionieren. Yes. Eine Splitshot haben wir angefangen gehabt. Ist also in Ordnung. Jurassic Barf nehme ich auch wieder dankend mit. Und irgendwo soll hier noch einen Schlüssel liegen. Und noch ein Upload, ein Foto. Wir gucken uns mal um. Ah. Hier liegt Essen. Nehme ich es doch gleich mit. Hallo. Irgendjemand, der Hammond sein könnte? Die gute Frage ist, warum sie hier überhaupt ist. Gerade mit den ganzen Obscurus-Kollegen. Oh. Ding dong. Upp. Now, what are you doing? Oh, das ist eine schlechte Waffe. Zu viele Schüsse, die verschwendet werden. Oh, come on. So, du hast hier einen... Ah, das ist ein Schlüssel, okay. Immer her damit. Es wird hier immer noch angezeigt. Also, clear out the soldiers. Okay. Hier sind dann, gebe ich also noch mehr. Ja, wir haben es aber geschafft, super den Sappel zu halten. Jetzt den einfach platt machen. Hammond, you in here? Es wird nicht bestätigt oder verneint. Oh, hi. Gucken wir uns weiter um. No can do. Wir brauchen einen anderen Eingang. Soll man hier einen so einfach finden dürfen? Nope, die haben zwar alle hier... Ah, sehr schön. House under construction. Oh. That's gotta be Hammond.
Mhm. Construction Worker Outfit einmal kurz anlegen. Gut. Ah, mein tolles Neighbor mit Cowboy-Hut. Ich kurz behalten. Mal ganz kurz gucken. Ist hier, ja. Hier sind so ein paar Sachen, die ich dann in der Zukunft nicht mehr machen muss. Ah ja, richtig. Wir haben Level-Ups. Hey, what happened to you? Tom blamed me for the raid, even though he knew it wasn't our fault. He's insane. He's locked people in the cellar, he's banished people, he's put people on trial like he's Henry VIII. And then there's these rumors of people disappearing without a trace. What are you gonna do? I'm gonna kill him. And I'm hoping you're gonna help. So what's first? There's civilians at Tom's farm. We need to get them somewhere safe. I'll take care of it. You just get me into that base. We're on it. All due respect, boss, but mounting a siege isn't exactly our style. We'll get slaughtered. Think positive, Connor. I'm positive we'll get slaughtered. Leave the base to me and Jordan. You three, focus on the evacuation. I saw a couple of buses out by the mall. We could use those to move people. Good idea. Jessa, could you get them running? Yeah, I'll work my magic. That bitch will be locked and loaded. Yeah, and I'll get some salvage to reinforce the exterior. Oh, that's nice. Tank bus! Okay, also alle von den Nasen hier... Connor. I need you to do something for me. Do not put me on water duty. The well's contaminated. This is high school football all over again. Come on. Give me some. Alles eingesammelt hier schon? I am. Without water, we die. We need enough for at least 30 people. Shelter's got a ton of bottled water. Okay. Wir haben damit fertig bereits. Sehr schön. Den Rest mache ich hier dann offscreen, wie gewohnt. Aber bevor wir weitermachen, schön ist, dass wir hier schon einsteigen. Wir haben ein paar Level-Ups zu verteilen. Haben wir ein paar neue Sachen, die ich noch nicht präsentiert habe. Ja, hier zum Beispiel die Sentry Kitten. Ich glaube, die gab es aber auch schon im Vorgänger. The Gandalf ist ein cooler Stab. Aber weil er eine Special Move hat, bei dem er Gnomes beschwört, die dann wirklich auf Gegner loslaufen. The Nut Blaster werde ich auch gleich zeigen können. Habe ich nämlich noch mehrere mit dabei. The Raining Nails. Ich meine, ich habe irgendeine Variante mit dem schon mal gehabt, aber nicht mit Nails, sondern mit Acid. Und das war ganz lustig. Aber interessanterweise ist es keine Combo-Waffe. Ja, Dynamite, ich glaube, das hatten wir gemeinsam freigeschalten. Die Sticky Bomb ist nicht verkehrt. Und Scissors wir brauchen, okay. Und wir haben 7 von 8 Vehicles. The Creep Fryer. The Food Truck plus Enduro Bike. Und das haben wir eigentlich auch schon kennengelernt. Okay, aber wichtiger ist, hier wollen wir hin. Wir sind mit Level 78. Okay, wir schrammen gerade so noch an den nächsten Unlocks vorbei. Frage muss trotzdem sein, gibt es hier irgendwas? Durability, ja, Bladed Weapon ist gar nicht verkehrt. Greater Improved Crit Hits, yes, auch in Ordnung. Und vielleicht kann man irgendwann noch die Blunt Weapons. Increase All Damage for Short Time After Breaking, ja richtig. Increases. Wie viele Blunt Weapons nutze ich im Durchschnitt, dass ich sagen würde, das lohnt sich? Zählt zum Beispiel dieser Acid Mace, den ich habe, zu einer Blunt Weapon? Müsste ja eigentlich. Aber bevor ich hier weitermache, lass mal gucken. Ich denke, vielleicht sollen wir einfach mal hier die HP-Sachen noch machen. Wir sind zwar immer auf der richtigen und sicheren Seite. Ja, von mir aus. Mittlerweile sind nämlich überall diese Exosuit-Mercs mit Flammenwerfer unterwegs. Heißt also, da das zu haben, sollte eigentlich nicht verkehrt sein. Shooting sind wir gut dabei, die beiden nutze ich nämlich nicht. Hier können wir ganz gerne nochmal das Upgrade haben. Okay. Dann würde ich sagen, den Rest spare ich mir auf, wenn ich dann 80 freischalte. Also ging ja relativ zügig. Warum wird eigentlich weiterhin der da angezeigt? Heißt, haben wir den Schlüssel vermutlich für den Bunker doch freigeschalten? Und ich habe den Bunker einfach nur nicht gefunden. So, wir haben auf jeden Fall jetzt hier vor... Wo zum Kuckuck fahren wir jetzt eigentlich hin?
Also ich bin hier unten, ganz wichtig, ich war da hingegangen, hatte geguckt, aber man kommt da aktuell noch nicht durch. Ich denke mir mal, dass man dann da erst mit der Story das machen soll. So, wir gehen jetzt da hoch. Können wir ganz kurz nochmal gucken, was die genaue Beschreibung ist? Und so finds. Ja, okay. Die Idee ist, dass wir im Endeffekt jetzt erstmal was für die machen, bevor die was für uns machen. Good news, Frank. We have a plan that will get you into that base and give Fontana something to think about. Nice. Wait, who? Commander Fontana, the Alpha in charge of this entire operation. Oh, yeah, blondish, hard ass. I've seen her around. Uh-huh. Call me when you've cleared out that pool hall. We got some trouble in Paradise, Brad. Hammond needs my help in a coup against Tom. Huh. Let me know where that goes. Another day, another pool hall filled with zombies. Aha, hier war es definitiv vorhin noch nicht so überfüllt. Zombie Arm, Corner Pocket. That's your cue to die. Get it? Cue to die. Ah, Frank. Wäre funny. Genauso wie in Dead Rising 1. Hast dich genau gleich verhalten. Definitiv. Yep, yep. Ja, ich musste ganz kurz auf meinen HP-Balken achten und war überrascht, wie viel ich auf einmal habe. Denn man hat sich halt dran gewöhnt, oh, man hat so 850. Und dank den Upgrades, also wenn man sich heilt, kann man sich ja mehr holen. Dementsprechend dachte ich, oh ja, stimmt, ist ja bestimmt overhealed. Nope. Wir hatten uns ja Upgrades geholt. Okay, könntet ihr jetzt bitte noch umkippen, dass ich das als cleared bezeichnen darf? Achso, hier haben sogar welche über... Wow. Dachte nicht, dass die sich daraus Wie, du hast mich getroffen. Oh, hi. Okay. Aber ganz kurz auf den da oben aufpassen. Ihr seid ja eh nicht die Gefahr. Sehr schön. Von denen lebt jetzt noch. Hammond, the pool hall is now 100% zombie free. We'll start moving the people over there. I'll meet you outside the base. Really working for me. Ich guck trotzdem mal ganz kurz, ob hier noch irgendwas gibt, was wir mitnehmen können. No. Go to the army base. Das muss im Endeffekt das sein, dass da ganz, ganz, ja fast ganz außen ist. Aber man sieht, da kommt ein großer Hoscher noch. Was ich aber gebrauchen könnte, ist vielleicht ein Fahrzeug. Irgendein Fahrzeug in der Nähe, das ich nutzen darf? Yes, ideal. Bin ich denn auch nur die... Also das habe ich leider auch mittlerweile ein paar Mal feststellen dürfen, dass es nicht selbstverständlich ist, wenn man vor etwas steht und die E-Taste drückt, dass es dann auch passiert. Aber mit dem Massaker kann ich arbeiten. Also die meisten Sachen, die ihr jetzt hier wirklich noch an Collectibles auf der Minimap sehen könnt, sind wirklich von Sachen, die ich aktuell noch nicht betreten darf. Wo ich erst irgendeinen Schlüssel durch die Story freischalte oder eine Tür automatisch dann geöffnet wird. Aber den Rest habe ich eigentlich schon ganz gut gemacht soweit. Ja. An die Mission kann ich mich so überhaupt nicht erinnern. Du da drin? Ah, okay. Hi. Hi. There you are. Grab that package and we'll get started. What package? What? Oh, explosives. Okay. Jarheads did a piss poor job on this wall, so we're gonna blow it up. Look for a weak spot with that fancy camera of yours. I guess. Ah ja, okay. Ich dachte, das ist immer nur für Sachen, die jemand gefingert hat. Ja, scheinbar kann es auch sowas hervorheben. Good. Now set the charge and get clear. Now get clear, Frank. I said get clear. Ja, wenn die Kamera nicht was Neues machen würde. God damn, not exactly subtle. You said you wanted in. You're in. Shouldn't we do something about this alarm? Not yet. So keep moving. We need to get into that. Ich nutze die Waffe jetzt hier einfach so ein bisschen auf. Oh, cool. Wir bleiben also alleine hier zurück. Okay,
security access from here. I've opened the room one door over. Go see if there's anything you can use. I guess there is. Frage ist... No, nicht wirklich. I've got an exosuit! Wow, good for you. Now destroy the comm tower so they can't call reinforcements. Jeez, is that all? How am I supposed to do that exactly? You're in a robot suit. You figure it out. Ich hätte ganz gerne eigentlich eher eine Schusswaffe. Oh shit! What? Und was wurde ich getroffen? Jesus, don't give up, dude! Aha, don't waste your breath. Als ich mit dem Dropkick kam, ist das nochmal... Hier sind alles erstmal nur weitere Suits. This area is a wireless recharge. Fragt mich nicht wie, wo oder ähnliches. Ich sehe, achso, das Ding hat alles einfach unendlich aufgefüllt, sehe ich gerade. Bin bei 121 von 120. Man will also unbedingt, dass ich die Mission so mache. Ich kann eigentlich einfach, nö, natürlich nicht. Anstatt einfach das Ding selbst einzuprügeln. Oh, great. Oh, wow, mach ich denn viel Schaden. Okay, man sieht aber auch, jetzt kommen ganz bewusst viele Leute mit Nahkampfwaffen. Good work, Frank. Now the base is cut off. Next, you want to disable the turrets. Problem is, this damn base has more gates than the derby track. Is that a lot? Once you're through, take out the turret control center. And you can get a lot less heat later on. So, das ist wieder ein Suit, sicherheitshalber. Und hier wartet unser Baby. Baby mit unendlich Munition wäre ideal, aber ich glaube, das wird mir nicht gegönnt. Hallo. Hey! Schön, dass du nicht aktiv warst, um darauf zu achten, was ich gerade tue. Weißt du was? Bevor hier irgendein Blödsinn passiert. Die da oben kann ich vermutlich gleich noch nutzen. Aber die, die um mir herumstehen, müssen ja nicht unbedingt existieren. Aha, war klar, war klar. Ja, stell dich genau dorthin. Obwohl der das immerhin überlebt? Oh, hat. Ja, okay, okay. Machen wir den gleichen Spaß wie beim letzten Mal. Gut. Hammond, you hear that? Great, so. There's a massive zombie horde heading our way. Oh, that's great! Okay. Alles gut. Wunderbar. You gotta pick up the pace, Frank. The horde's getting into the hole we blew open. Are you bailing? I'm with you, Frank. Destroy that generator. Ja, euch gebe ich gar nicht erst die Chance, hier viel zu machen. So, das ist mehr Suit. Das ist alles Wurst. Oh, das Ding hier. Military Power-Up. Gucken wir mal. Oh, ho, ho, ho. We are going nutty. Oh, hier ist viel los. So, Desperation Move. Yep, sehr gut. Goodbye. Und die Basic Bitches ohne irgendwas. Da musst du nur feuern.
they get paid enough for this? Oh, hinter mir sind noch welche. Bye bye. Okay, you're almost there. You've got a clear path to the... Oh, shit. Problems? I can keep the base entrance open from here. But you need to hurry or I'm zombie food. Hang on, I'm almost there. I think. Ding ballert einfach. Man, the future is awesome. Was eigentlich die Mittelmaustaste in dem Fall? Nicht so viel, wenn keine Gegner in der Nähe sind. Ach, richtig, das ist hier die Basis. Ja, jetzt, wo ich sie sehe, sagt es mir wieder was so. Mal ganz kurz zur Freiheit. Ignoriere meine Extra-Fähigkeit. Ich will es vielleicht jetzt einsetzen. Oh, ich soll zu dir kommen. Enter the building mit dem Zeitlimit. Ja, ja, I'm on it. Und mein Zug ist einfach weg. Aha. I owe you one, Hammond. Good luck, Frank. Give Fontana hell. Alright, I need to find Barnaby's research. Brad said it'd be in some kind of intelligence lockup. Gonna need to look around. West, I intercepted another one of Vic's reports. Fine, play it. Ich warte mal ganz kurz, sicher zu gehen. Frank is back in Willamette. And surprise, he brought his stupid smug face with him. You know, for a second, I was actually glad to see him. I thought, finally, together we'll make some progress. Once he sees how the people are doing, he'll... You know what? Never mind. Screw that guy. You know what? A little radio silence. If you like. Immer noch merkwürdig, warum das hier mit guter Audioqualität gespielt werden, aber all diese Paula-Podcasts, da kriegen sie es nicht gebacken. Eigentlich könnte ich die überlegen, die Waffe einzutauschen. Ja, sollte ich vermutlich machen. Auch wenn es eine gute Waffe ist. Das Ding gefällt mir nämlich weniger im Verhältnis. Ah ja, und da draußen wird schon wieder rumgekrakeelt. Okay. Warum habe ich eigentlich immer noch den Snowwerfer oder wie auch immer das Ding offiziell heißt? Hm? Tactical Outfit, das hatten wir schon mal an. Hier ist eine verschlossene Tür. Open, open. Ja, okay. Vielleicht ist ja hier was Interessantes. Never mind. Ah. Oh. Okay, thanks. Dann muss ich hier nicht nochmal. Frank! Hardiness remains a factor. They can withstand pain, which means they can work longer, harder. But they don't feel and therefore can't yield to injury. They drop limbs like loose change. And like loose change, it begins to add up. Not cost effective. Mhm. Research facility, huh? Based off the work of the late great Dr. Barnaby, perhaps? Search the building, genau. For the first time I've been behind bars, yeah. Obscure sure does love memos and still experimenting on them, dot dot dot. Mal gucken, ob es hier noch schon irgendwas gibt, was ich mitnehmen oder eintauschen darf. Ne, das Ding will ich nicht. Das ist echt nicht gut genug. Zumindest von den... Oh, okay, ja. Achso, das Ding. Maybe, yes. No test subject quite like a live one. Hey there, little guy. Protect Saturn.
Return dignity to the dead. Training the future workforce. Reducing human poverty. Meine, würden Zombies so funktionieren? Dann wäre das eine Sache. Nicht Cold Medicine. Nee, das ist es nicht. Das ist eigentlich gedachte Offensichtliche. What is this? Brain teasers? What, are you gonna send them to college? Okay. No, 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 no! Ich meine, ich habe ja die guten Waffen dafür. Alles cool. Oh boy. Wie gesagt, ich mache mir um die keine Sorgen. Also sie müssen trotzdem nicht so wild herumspringen. Tada. Supervisor can kiss my ass! Okay, jetzt müssen wir noch den letzten hier finden. Also vielleicht der wäre auch noch da drin. War Sure Loves Memos. Ah, mal wieder hier. Okay. Commander Fontana has reviewed all progress on Project Saturn. No addressee. Right, because that'd be too easy. Brad said all the stuff they took from Barnaby's lab will be in some kind of intel lockup, which is somewhere else. Okay. Gotta keep looking. Lockdown terminated. Have a nice day. Screw you, door! Hi, muss ich mir Sorgen um euch machen? Okay, du bist auf jeden Fall einer der... Gotta clear him out before I can do any serious looking. Gut. Okay, es sieht wohl so noch einen gewissen Hinweis aus, was hier die eigentliche Idee war, mehr oder weniger intelligente Zombies antreffen zu dürfen. So, defeat the Zombies. Wenn man sie dann finden würde. Was sind das wirklich nur die hier hinten? Okay, solange es nicht wirklich halt die Weiterentwickelten sind. Die zerlegt man ja doch relativ zügig hier. Nur noch angeblich ist hier irgendwo einer. Oh, da. Tada. Alright, you got them all. Now where's this intel lockup? God damn, there must be thousands of files here. As cracked as Barnaby. No time to read all this stuff? Or all of these? I'm no good to build the computery stuff. Alternate vision, I am. There we go. The missing files, all stamped November 25th. Warum auch immer das in... Ach so, okay. Ist einfach nur verschmiert. Oh, this is part of the treatment chamber I saw in Barnaby's lab. The tag has coordinates. There we go. Barnaby's missing computer stuff. Retrieved by Recon Team Nova 6. What is that? Discover Barnaby's secret. So they raided Barnaby's lab on November 25th. That'll be the date I need to find the right info. Alright, let's see. November... Yes! Oh, yes! You are one sexy little surveillance record. I'm gonna take you to a computer and watch you so hard. Uh-huh.
Now let's see. Hey. Hey there, little guy. How you doing? Oh, damn. Guess you ought to be more careful next time. What happened? He got my way. Power coming on. Well, all right. Hanson, perimeter. Copy. Vargas. Inventory. Picket, tag it, cat it. Roger that. McCall, get your head out of your ass. Power and safety. I don't want any accidents. Already on it. Seizure team is inbound. They're gonna be here within the hour. I want this place mapped out. You hear me? Yes, sir. Good. The body was cremated at 1500 hours. My seventh failure. And September 19th, 2006. Dr. Russell Barnaby. This is likely my final progress report. There's been an outbreak in the Willamette Mall. I didn't cause it. I don't know who did it. I don't even know how it's possible. Containment leak, maybe? I don't know. The experiment remains incomplete. Conservatively, it needs another 50 years research. All the data is there, uploaded into my primary storage. That's what we're talking about. Let's get it. Perhaps some smart young scientist can make use of it. Downloading. The treatment itself remains locked at 62% effectiveness. It represents the pure truth of my creation. Alder? Undeath, they call it. Ha! The world has known no greater irony. Take away the decay, the bestial wrath, the failure of the mind. Ask yourself, what remains? A zombie is just a man who never tires, never sickens, never ages. Indeed, zombies are the key to human immortality. And yet, since the livestock angle didn't pan out, these Pentagon idiots remain fixated on weaponizing the plague. Proof of that, I, too, have put in a safe place. Well, I've been summoned by an unknown agent, likely to my death. The voice was familiar, perhaps an employee or a citizen of Santa Cabeza. If so, I must go prepared. If anyone survived that incident, and if they know my name and contact information, most likely they blame me for what happened. Additionally, the infected population grows apace. If I was a sane man, I would stay below. But I must confess to an irrational desire to witness my handiwork. Should I become infected, I must return here and use the test chamber. A last-ditch effort to save myself from the plague I created. So then, farewell. Let it be known that I fought to my last to protect life. And yet, in so doing, caused untold death. What the hell is going on? Hanson! Get out of there! Move it! Move! Ah!
What the hell? Attention, we've got a pest infestation in the intelligence lockup. Oh, shit. Fontana, you don't scare me. I know who started the outbreak. It was Calder, one of your soldiers. Charlie Squad, redeploy to the basement. Flush him out. I gotta get the hell out of here. Escape the base. Security guard, what is your name here? Still warm. Wie auch immer das möglich ist. So, habe ich noch eine andere Waffe, die ich nutzen kann? Ich sollte die erstmal aufbrauchen. Frank, you there? What's going on? A little busy, but the Cliff's notes are that Calder asshole's got our big scoop and Fontana's trying to murder me. Wait, what? Trapped! Monster asshole! Fontana, talk later! Oh, God, that's a lot of steps. I don't recall authorizing your press pass. I know what you're trying to do. You're trying to finish Barnaby's research. Parlay zombieism into some kind of immortality treatment. Trying to make a mint off a bunch of aging millionaires. That was the plan, but I guess immortality isn't as profitable as cheap labor. What? At first, the client just wanted to exploit Dr. Barnaby's research, but then these things, these smart zombies, started showing up and the mission changed. Pacify, domesticate, and train. You plan to make soldiers, aren't you? You're gonna make some kind of undead army. You're out of your mind. You think anyone's gonna set these things loose with a gun? No. No, the plan was coffee farmers. Really? Oh, well, there is a lot of money in coffee. Or manufacturing, or meatpacking, or fucking fruit, I don't know. Peanuts. Peanuts are hard to harvest, just a thought. Cheap, unskilled labor, exported to whoever's buying. It's all about this with these guys. Yeah, and who are these guys? You are, Frank. Assuming you pay your taxes. Wasting my time! Ein Foto von ihr machen? Yep. Oh, you, Fontana! Okay, here we go. Look. Wo ist sie hin? Achso, man sieht sie auf der Minimap sogar. I see you. Fontana, hi. Shit. Great. Oh wow, das macht extrem viel Schaden. Aha. Ja, ich habe genug HP, um dich zu tanken, also. Aha. Pretty self-sacrificing for a mercenary. Wolves take care of their pack, West. If you say so. Obscurus had what I needed, so Hammond took a break from planning a revolution to help me bust into the base. Okay, we may have left the front door open behind us. The carnage was, well, let's just say they got what they deserved.
I learned Obscurus was using Barnaby's research to create zombie slaves, which is multiple shades of gross. And Calder? Here's a good one. Stop me if you've heard it before. An exosuit and a zombie have a baby. It's large, angry, and has the data I need to crack this thing wide open. And I need it now more than ever, because with Fontana dead, there's no way to prove that this whole thing is the government's handiwork. And that's the punchline. Ja. Also, ich gehe mal so eisenhart davon aus, so wie das Ganze jetzt hier erzählt worden ist, dass er so ein bisschen Redconning betrieben worden ist. Dass er Barnaby da im Hintergrund angeblich schon mehr geplant hatte. Das kam im ersten Teil nicht so ganz so rüber. Dass er vor allem wusste, dass er da hingeht und drauf geht, kam auch nicht so ganz so rüber, so wie er sich ganz speziell am Anfang verhalten hatte. Also... Dead Rising 4 halt. So, ich weiß leider nicht, wie es genau zeitlich aussieht, aber dadurch, dass wir jetzt hier wirklich passend ein Ende mit diesem Case vor diesem Kapitel 4 haben, würde ich einfach mal sagen, abschieden wir uns einfach hier von heute. So, Panic Rooms found. Fehlen zwei Panic Rooms noch? Achso, Moment, Panic Rooms sind nicht, ich hatte an die Shelter gedacht. Da sind ja halt nur pro Abschnitt einer. Entsprechend zwei fehlen noch. Okay, wir wissen, wo einer von denen ist. Da hatten wir diesen Radius hervorgehoben gehabt. Und der andere wird dann vermutlich auch irgendwo noch dort sein. Also viel in der Hinsicht fehlt mir wirklich nicht mehr. Personal Mysteries, da sind überraschend noch viele. Willamette Mysteries ist einer. Uploads sind noch drei, wo ich definitiv weiß, wo einer ist. Podcast habe ich abgeschlossen. Persons of Interest, da muss man aufpassen. Denn jedes Mal, wenn halt ein Bosskampf kommt, muss man den fotografieren oder man verpasst ihn. Da ist also mit hier Fontaine, die ist tot. Und auch The Right Hand von ihr, das war ja der Kollege, den wir beim Dam da bekämpft hatten. Da haben wir auch ein Foto gemacht. Also, ich weiß nicht, welche zwei noch fehlen. Hier jemand von aus einer von denen ist jetzt hier Calder. Aber wer ist die andere Nase? Also, da muss ich vielleicht mal die Augen offen halten, beziehungsweise die Kamera. Okay, dann bedanke ich mich wie gewohnt fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.